Hi und herzlich willkommen zur Hilti Mittagspause. Schön, dass du heute mit dabei bist. Kurz zu mir, ich bin die Amelie, bin jetzt seit 3 Jahren bei Hilti, habe gestartet im Inside Sales, heißt Verkauf am Telefon, und bin jetzt zuständig für die Kunden, so Marketing-Themen hier die Schnittstelle. Und heute haben wir das aktive Staubmanagement und da haben wir natürlich einen Experte für dich eingeladen, der Ui. Er ist technischer Trainer bei uns. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt gleich mal zu dir, Ui. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Amelie. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe heute die Freude, ein bisschen was über Staub erzählen zu dürfen. Und sicherlich weißt du selber in deinem Beruf, ja, die Tätigkeiten, die wir durchführen, sei es jetzt bohren, schleifen, ja, trennen, wir produzieren halt immer Staub. Und das Gefährliche im Handwerk ist natürlich auch zum Teil der Untergrund, in dem wir arbeiten. Wir haben es sehr häufig mit Quarzstäuben zu tun. Wir haben Beton als Untergrund, wir haben Mauerwerk als Untergrund, wir haben Natursteine. Und diese Quarzstäube sind halt noch mal ein Ticken gefährlicher als diesen normalen Staub. Und da gilt es uns also davor zu schützen. Ja? Und wir wollen heute ein bisschen besprechen, was können wir dafür tun, um uns zu schützen. Im ersten Moment fällt uns natürlich immer ein, okay, wir können eine Maske tragen, um uns davor zu schützen. Ja? Das ist so reflexartig. Aber gibt es Möglichkeiten, dass du dich also im Vorfeld schon schützen kannst, ja, und die Maske vielleicht gar nicht brauchst? Und darüber wollen wir heute sprechen. Danke, Ui, für den ersten Einblick von dir. Wir sprechen gleich nochmal zu dem Thema, aber jetzt würde ich sagen, wie heißt es so schön, eine Demo sagt mehr als 1000 Worte. Deswegen starten wir jetzt mal mit dem Philipp in der Halle. Er wird uns zeigen, wie schaut aktives Staubmanagement auf der Baustelle aus. Ja, Amelie, vielen Dank. Mein Name ist Philipp Hollmann. Ich bin Verkaufsberater bei der Firma Hilti, seit 14 Jahren dabei und bin draußen am Kunden, also quasi bei dir. Und ich zeige dir jetzt eine der härtesten Anwendungen in puncto Staub. Wir haben hier eine Schlitzfräse und wollen mal schauen, wie funktioniert das Ding mit und ohne Staubabsaugung. Als erstes, für die Anwendung nehme ich noch einen Gehörschutz, weil es ziemlich laut ist, und ich habe auch noch Handschuhe im Einsatz. Gut, Sauger steht, UM-Sauger in dem Fall, Automatik ist ein, nochmal kurz einen Check, läuft und los geht's. Also ich hätte mal gesagt, das war jetzt ganz gut. Und jetzt machen wir es eine Stufe härter. Schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn wir keine Staubabsaugung haben. Für meine eigene Sicherheit ziehe ich so einen Mundschutz auf. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Achtung, bist du bereit? Krass. Also hier kann man sich vorstellen, innerhalb kürzester Zeit bist nicht nur du voller Dreck, sondern du siehst nicht mal mehr, wo du arbeitest. Deswegen, das Paket Staubabsaugen ist der beste Hit, ja. Ich gebe zurück zu Amelie. Wow, Philipp, danke für deine Demo. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man den Unterschied sieht mit und ohne Staubabsaugung. Ui, mich würde interessieren, bei der Demo jetzt, was waren deine Key-Learnings, die du mitgenommen hast? Und noch ein zweiter Punkt, wenn man jetzt keine Staubabsaugung verwenden würde, wie lange könnte man dann arbeiten, bis der gesetzliche Grenzwert erreicht ist?
Ja, vielen Dank, Amelie. Vielen Dank, Philipp, für die tolle Demonstration. Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen, sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Staub tatsächlich produziert wird bei unseren Anwendungen, die wir tagtäglich haben. Und wir haben auch gerade den Unterschied gesehen, wie wir uns schützen können, zum Beispiel durch technische Schutzmaßnahmen, hier in Form einer Staubabsaugung in Kombination mit einem Bauentstauber, Klasse M oder Klasse H. Und dieses System kann bis zu 99,9% des Staubes hier direkt aufnehmen, ja, bevor die gereinigte Luft dann wieder freigesetzt wird. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie lang kann ich tatsächlich arbeiten? Ja, stell dir vor, du bist in einem Raum 5x5 Meter, 2,40 Meter hoch, ja, und möchtest da Trennschleifen, dann wäre der gesetzliche Grenzwert tatsächlich schon nach einer Sekunde erreicht. Ja. Und daher sehen wir also schon, ist diese technische Hilfe, die wir brauchen, die Staubabsaugung, extrem wichtig, damit wir überhaupt in den Bereichen langfristig arbeiten können und dürfen, ja, um uns auch natürlich hier zu schützen. Danke, Ui. Ja, wir könnten uns über das Thema noch ewig unterhalten, aber ich würde sagen, da wir noch eine zweite Anwendung haben, schalten wir jetzt mal rüber in die Halle wieder zu dir, Philipp, und du zeigst uns noch mal ein weiteres Beispiel zum Thema aktiven Staubmanagement. Schön, dass ihr nochmal da seid, hier im Praxisbereich, und jetzt geht es um das Bohren. Tägliche Anwendung, und ich zeige euch, wie das geht mit und ohne Staub, wie Hilti sich das vorstellt. Als erstes bitte auf die Sicherheitsausrüstung wie immer achten. Ich setze dazu eine Brille auf, weil es können Splitter entstehen, dass einmal da nichts passiert. Wir bohren als erstes ganz klassisch mit unserem Bohrhammer T6A, Akkubohrhammer und dem klassischen Wendelbohrer. Jeder kennt es, jeder hat es schon gemacht. Und hier siehst du genau deine Anwendung. Bohren nach unten. Und los geht's. Man sieht ganz deutlich, es entsteht Staub. Dasselbe bei der Wandanwendung, nochmal die ganz klassische Anwendung. Auch hier ansetzen und los geht's. Das passiert auf jeder Baustelle, jeden Tag und mit Sicherheit auch auf deiner Baustelle. So, jetzt zeige ich euch, wie Hilti sich das vorgestellt hat, wie man das eine Spur staubfreier machen kann. Wir wechseln nur das Werkzeug. Hilti hat sich den Hilti-Hohlbohrer dazu ausgepickt. Im Prinzip ein Bohrer, der innen drin Dreck absaugt. Standard-STS-Aufnahme, passt in jeden Bohrhammer. Wir nehmen wieder unser Hilti-Bohrhammer T6. Was wir benötigen, ist ein Staubsauger, wird hier zusammengesteckt und sonst verändert sich nichts. Schauen wir uns das an. Also der Effekt ist ja wohl mal absolut besser. Das gleiche schauen wir uns noch an der Wand an. Machen wir mal kurz aus. Also das war ja wohl der Hammer. Auf jeden Fall viel weniger Staub, viel weniger Dreck. Und jetzt gehen wir nochmal zur klassischen Anwendung. Und zwar hat sich Hilti noch was ausgedacht. Wir nennen es Gecko Staubabsaugung TEDRSD. Das kann dir auch mega Vorteile in puncto Staub bringen. Wieder klassische Anwendung, Wendelbohrer TE6,
Top-Team in puncto Bohren. Der Staubsauger wird mit unserem Gecko verhaftet, saugt sich selber an. Wir schauen das mal am Boden an. Das Teil ist fest. Reinbohren. Kein Staub. Dasselbe bei der Wandanwendung. Nochmal die ganz klassische Anwendung. Teil saugt sich fest. Also, perfekt. Ich würde mal sagen, das war jetzt schon richtig cool und jetzt zeige ich euch die beste Anwendung. Weil ganz oft möchte man mobil arbeiten und da hat sich Hilti auch was überlegt. Wie kann ich mobil arbeiten? Akkubohrhammer. Und hier habe ich jetzt ein komplett mobiles System, um staubfrei auf der Baustelle zu bohren. Ich zeige es mal in der Bodenanwendung. Und jetzt schauen wir uns noch in der Wandanwendung an. Und da sieht man auch den richtig guten Vorteil. Und los geht's. Und jetzt zeige ich euch den Effekt, was wir eigentlich gewonnen haben durch dieses mobile System. Der Dreck, der hier drin ist, der wäre jetzt auf dem Boden an uns überall dran. Das ist schon beeindruckend, oder? Was sagst du? Ich würde sagen, das Thema Staub haben wir mit dem System locker im Griff. Amelie, zurück zu dir. Ja, mega interessant. Danke dir, Philipp, für deine Demo. Ich würde sagen, jetzt schreiben wir auch gleich nochmal zum Ui rüber. Ui, wie schaut's aus? Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Ich denke, als Experte fällt dir bestimmt noch was ein. Ja, danke, Amelie. Gesundheitsschutz ist ein Punkt, Produktivität ist auch der andere Punkt. Ich kenne das von mir selber. Ja, warum benutze ich keine Staubabsaugung? Warum benutzt du keine Staubabsaugung? Klar, ich muss einen Staubsauger vielleicht noch kurz aus dem Wagen holen. Ich muss ihn noch anschließen, kann also etwas später mit der Arbeit anfangen. Ich habe das Gefühl, ich brauche länger. Aber im Endeffekt, stell dir mal vor, du hast jetzt keine Staubabsaugung verwendet. Ja? Du musst diesen Staub nachher, der in der Luft ist, der vielleicht hier auf den Boden gefallen ist, nachher wieder sauber machen. Das heißt also, du gehst mit dem Staubsauger her und reinigst das. Im Endeffekt brauchst du also für die Anwendung länger, als wenn du eine Staubabsaugung verwenden würdest. Ja, wenn wir eine Staubabsaugung verwenden, binden wir den Staub sofort im Staubsauger. Wir haben nichts in der Luft, wir haben nichts auf dem Boden, was tatsächlich auftaucht. Staub ist also ein sehr wichtiges Thema. Primär sollte es natürlich hier im Vordergrund stehen, unsere Gesundheit zu schützen. Deswegen hat die BG Bau ja auch im Moment einen Fokus auf dieses Thema und subventioniert auch die ganzen Geräte wie Staubabsaugung, Hohlbohrer, ja, oder die Bauentstauber. Und da könnt ihr euch gerne bei eurer BG informieren, was subventioniert wird und zu wie viel subventioniert wird. Danke dir, Ui, dass du heute mit dabei warst und dein Expertenwissen mit uns geteilt hast. Und auch an dich, Philipp, ein riesen Dankeschön für die Demo. Und natürlich das größte Dankeschön an dich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann hoffe ich, ich sehe schon, wir müssen wieder an die Arbeit, dass wir uns bei der nächsten Hilti-Mittagspause wiedersehen. Bleib gesund, bis bald, ciao.